Tja, wir sind zurück jetzt und ja, mein Soundmann sagt mir, ob das die Toten Hosen sind, ich weiß es nicht. Es ist noch nicht so weit, wir haben noch etwas Zeit bis zum Match. Und hier hören Sie bereits Olaf Heiden, Hardcore Night, meine Damen und Herren. Wir sind bei der GBF Hardcore Night Director's Cut. Liebe Wrestling-Fans, der Einlass war ja nicht umsonst ab 18 Jahren, denn selbstverständlich hat die GBF für diese Hardcore-Night im Director's Cut die Regeln verschärft. Es gibt in jedem dieser Kämpfe nur den Pin oder die Aufgabe als Siegmittel. Es zählt überhaupt nicht, den Gegner vielleicht zum Countout bringen zu wollen, ihn auszählen lassen zu wollen oder die Disqualifikation. All das gibt es in diesen Kämpfen nicht. Teilweise gibt es noch Sonderregelungen in den Kämpfen, dazu später mehr. Der erste Kampf ist gleich einer solcher Kämpfe mit Sonderregelung. Und wie gesagt, der Einlass war nicht umsonst ab 18, denn die beiden Herren, die jetzt aufeinandertreffen, sind in Begleitung zweier Damen, zweier sehr bezaubernder, charmanter Damen. Und sie haben sich darauf geeinigt, was die Damen dazu sagen, weiß ich nicht, dass die Begleitung des Verlierers in diesem Kampf, der gleich folgen wird, hier heute Abend in diesem Ring strippen wird. Das ja, die Herren freuen sich, das habe ich mir gedacht. Und deshalb sage ich, der erste Kampf ist auf einen Fall festgesetzt. Auf dem Weg zum Ring. Ja, das mag sehr nett klingen für alle männlichen Fans, für alle Zuschauer. Tja, Stipulation mit Stripperinnen, das haben wir oft genug gesehen im Wrestling-Geschäft. Doch wer kommt hier zum Ring? Das ist ein bekanntes Gesicht. Blue Adonis mit Blue Nikita. Und diesen Mann haben wir heute schon gesehen. Ich erläutere es Ihnen noch kurz. Der Sieger dieses Matches erntet jedenfalls keinen Strip. Das heißt, ich muss Ihnen anders, ich erkläre es Ihnen anders, denn das verwirrt mich, nackte Frauen. Der Verlierer des Matches, dessen Valet muss strippen, ganz einfach. Das heißt, ja, Blue Adonis, wenn er verliert, muss Blue Nikita strippen. Ja, vielleicht, das ging mal, ich weiß nicht, ob sie es tun wird. Sie hat auf jeden Fall das Match unterschrieben, zusammen mit Blue Adonis. Und hier wieder sehr nachdenkliche Pose von Blue Adonis. Und sein Gegner, ihn haben wir auch gesehen bereits in der Heavy Battle, wird Marty Shaw sein. Marty Shaw geht sich an mit einem Dropkick gegen Blue Adonis. Hält sich nicht lange auf. Tja, Blue Adonis, wie immer, nimmt öfters Auszeiten. Das haben wir bereits gesehen in Kovac. Aber er ist kein schlechter Mann, das sage ich einmal hier. Jetzt Marty Shaw in die Ringecke, Blue Adonis kommt nach.
zu spät. Marty Shaw hält dagegen. Oh, Body Slam, Power Slam von Blue Adonis. Und wieder sucht er das weiter. Wieso das? Warum setzt er nicht nach? Oh, ein Sessel, ein Stuhl. Das kann gefährlich werden, wenn man solche Foreign Objects einsetzt. Jetzt sitzt Marty in der Ecke am Stuhl, kommt er hier nach, Blue Adonis mit einem... Oh, und das ging völlig daneben. Das ging völlig daneben. Und Marty Shaw bearbeitet jetzt das rechte Knöchelgelenk jetzt von Blue Adonis. Ein Name, der auf der Zunge zergeht. Blue Adonis. Ich kann es nicht oft genug sagen. Clothesline jetzt von Marty Shaw. Wieder in die Ringecke. Oh, Blue Nikita. Oh, schöner. Brisbane hat Moonsault. Naja, Moonsault, das war eine Art 450 into a leg drop oder 360. Wieder ist Blue Nikita am Apron oben. Marty Shaw jetzt. Oh, da hält er sich auf mit Blue Nikita jetzt. Und Blue Adonis mit dem Chair. Oh, und da geht voll auf Blue Nikita. Ja, so leicht geht's. Spinning Kick. Ja, Blue Nikita hat sicherlich geschwächt. Jetzt Blue Adonis außerhalb des Ringes. Was zeigt Marty Shaw? Oh, ein schöner Art Somersault. Herrliches Manöver jetzt von Marty Shaw. Tolle Aktion. Oh, High Cross Party geht daneben, da steht aber weiterhin. Oh, setzt dann zum Death Valley Driver. Aber Blue Adonis kontert, der jetzt ansetzt zu einem. Ja, was wird das? Ein Tombstone? Ja, ein Tombstone! Schön ausgeführt, dieser Tombstone von Blue Adonis. Versucht er hier jetzt, womöglich den Stuhl. Er findet ihn nicht. Und Leg Drop, der geht allerdings daneben. Dieser Flying Leg Drop. Ein Miss war das. Ja, Blue Adonis ist noch kein ausgereifter Mann. Er hat noch einiges an Reserve, allerdings die gehören natürlich trainiert und um wirklich komplett zu werden, muss er noch einiges hier an Erfahrung sammeln. Marty Shaw jetzt choked ihn hier etwas. Die Ringseile. Oh, da geht er. Da hat er den Referee Thomas Neumann hier erwischt. Und wieder geht's in die Ringecke. Monkey Flip, ja. Schöner Monkey Flip. Und das geht daneben. Oh! Sehr schmerzhaft, wenn man hier voll mit den Weichteilen in den Ring, in die Ringecke fliegt, in die Ringseile. Setzt er an jetzt, ja, Blue Adonis, Suplex, Vertical, lässt hier das Blut in den Kopf strömen und jetzt zieht er ihn durch und schönes Manöver, wirklich. Ja, er hat Ansätze, Blue Adonis. Aber nur ein Two-Count. Ja, jetzt Schlagertausch.
Beide schenken sich nichts. Jetzt Marty Shaw mit Chops gegen Blue Adonis. Wieder Chops, Vorhand-Chops von Adonis. Uppercut jetzt von Adonis. Gibt Marty Shaw leicht und locker auf. Und ein Elbow. 1-2. War es aber nicht. Das sind noch Aktionen, die nicht wirklich einen Pin herbeiführen. Jetzt Marty Shaw wieder. Es geht hin und her. Back and forth. Jetzt Marty Shaw mit Jobs. Oh. Wieder voll gegen Alfred Thomas Mana, der jetzt allerdings geschwächt zu Boden geht. Spinning Kick. Covered ihn. Thomas Mana muss jetzt schnell zielen, aber er ist zu langsam. Er hat noch. Und da ist Blue Nikita im Ring mit einem. Oh! Eine Art, ich weiß nicht, was das war, ein Ütong-Ziegel oder sonst irgendwas. Noch ein Ütong-Ziegel. Und wieder voll auf den Rücken von Marty Shaw. Das ist ein Hardcore-Match, das ist erlaubt. Oh, eine Art Rock Bottom. Und das müsste es gewesen sein. 1, 2, 3. Ja, das war's. Das war klar. Ein Rock Bottom und sofort zwei Ütong-Ziegel. Der Sieger des Matches, Blue Adonis. Jetzt kommt die Stripperin. Aufgrund Zeitmangels werden wir nicht den ganzen Strip zeigen. Ja, das... Leider. Wir werden euch nur das Endprodukt des Strips dann zeigen. Denn wir haben nicht mehr lange Zeit und müssen ja die Matches dann weiter kommentieren. Außerdem war diese Stripanlage sehr lange, hat an sich fast 10 Minuten gedauert. Ja, wenn er die Musik ertönt. Sie wissen ja, was das bedeutet. Herr Marty Shaw weiß es. Das bedeutet, dass sie strippen muss. Weil jetzt ehrlich, wen hätten sie lieber strippen gesehen? Blue Nikita oder diese zaubernde Freundin von... Nein, es ist nicht die Freundin von Marty Shaw, sie ist maximal eine bezahlte Babydancerin von Marty Shaw. Ja, ich muss es schuldweise sagen, denn Marty Shaw ist verheiratet und hat Kinder. Aber wie gesagt, bevor er seine Frau strippen lässt, heuert er ihm hier eine Berliner Table-Dancerin an. Schaut euch das kurz noch einmal an. Ich werde dann kurz wiederkommen, wenn wir dann in der Endphase dieses Trips sind. Ja, soweit ist es gekommen, sag ich mal. Ja, aber wer will schon das Vorgeblendet sehen? Stripperin ist fast enthüllt. Bilden Sie sich jetzt Ihr eigenes Urteil über die Figur? Naja, ich meine, ich sag mittelmäßig bis schlecht. Will ich mal den Schönheitschirurgen aufsuchen, um eine Brustvergrößerung durchzuführen. Es ist gleich vorbei. Der Spuk. Ich hoffe, dass das männliche Teil hier im Ring. Ja, er lasst die Hose an. Ja, danke. Gut. Tja, das war jetzt diese nette Strip-Einlage. Und nochmal einen dicken Applaus für den jungen Mann im Ring. Ich meine, da hat er auch keine schlechte Figur gemacht, oder? Naja. Oh. Auf den Weg zum Ring. Wir sind zurück jetzt mit dem nächsten Kampf. Und zwar wird es wieder ein Match geben zwischen
einen Mann, den ich jetzt wirklich in mein persönliches Wrestlerherz geschlossen habe. Natürlich Chris der Bumpy Killer, keine Frage. Egal, was hier Leute wie Heiki oder andere denken. Ja, ich bin ein wenig Bambi Mark, mein Gott. Und er hat es zu tun heute mit Johnny Boy Scout. Da ist der Mann aus Leoben, 18 Jahre, und Olaf Heiden erntet einen Kaugummi, glaube ich, hier. Und viele werden sich fragen, was bedeutet diese Gestik? Ich dachte immer, dass er hat irgendwie eine Art, naja, es ist auf jeden Fall ein Raumschiff, das ihn jemand zeigt. Sehr seltsam. Ja, es ist ein Raumschiff, das abheben soll. Naja, vielleicht zeigt er mal das von der Nähe oder aus einer anderen Perspektive. Und sein Gegner. Und jetzt kommt sein Gegner zum Ring in Begleitung von Frank Lilienthal, dem Frankster, Johnny Boy Scout. Auf dem Weg zum Ring mit einer Größe von 1,90 Meter. Da ist der Frank Lilienthal mit Johnny Boy Scout. Entschuldigung, dass wir heute das erste Match verloren haben. Aber was soll man sagen? Er hat Martin Show nicht gesehen, er war zu klein. Das wird diesmal nicht passieren. Ja, haben Sie es gehört? Ich weiß, du willst den Weg nach Amerika antreten. Dieser Mann kommt aus Amerika und er wird dir heute Abend beibringen, was es heißt, ein guter Wrestler zu sein. Naja, Mann. Ihr müsst mich wirklich lieben hier. Oder warum seid ihr nicht bei der Love Parade? Ihr liebt mich, gebt zu. Ja, ja. Aber ich glaube auch, nette Worte von Franks auf jeden Fall. Bambi wird es wenig kümmern, ich glaube, er hat gar nicht aufgepasst. Hat es nicht gehört. So, Thomas Neumann eröffnet den Kampf. Chris the Bambi Killer gegen Johnny Boy Scout. Beide sehr groß gewachsen, an die 1,90. Chris ist, glaube ich, schon über 1,90. Und hat auch bald, ich glaube, schon an die 100 Kilo. Ja, jetzt hat er Boy Scouts Arm, er reversed it. Jetzt hat Boy Scout Bambis Arm, der aber in die Seite geht. Break the count. Ja, Thomas Neumann, aufpassen. Ja, Farnens Carry jetzt. Armbar. Bambi zeigt Johnny Boy Scout, wer der Herr ist. Wer hier dieses Match diktiert. Oh, harte Schläge jetzt in die Brust. Und ein stiffer Job. Oh, haben Sie das gesehen? Und Frankster muss auch aufpassen. Bambi kommt mit einem sehr stiffen Kick mit dem Innenriss dieses Boots und einem Dropkick. Oh, frontal in den Kisser. Und wieder das Raumschiff, haben Sie kurz gesehen. Also eine sehr interessante Geste. Ein Trademark-Move mittlerweile von Bambi Killer.
schneller Leg Drop. Tony Polska muss hier bereits mehr Geld zahlen. Uppercut. Und jetzt wieder aus dem Ring befördert, Johnny Boy Scout. Frankster kommt gleich zur Hilfe. Und sie gegen die Ringpost. Und Lilienthal wird auch weggeschubst. Oh, jetzt ein Sessel, Bambi wieder. Oh! Gegen den Kopf von Boy Scout. Wo geht Bambi wieder jetzt hin? Holt er sich eine weitere Gegenstände, ja, ein Keyboard. Ohohoho. Ja, da fliegen die Buchstaben. Hoffentlich war es ein leichtes Keyboard. Naja, Johnny Boy Scout wird jetzt wahrscheinlich gerade eine E-Mail versenden in seinem Gehirn. Reverse Low, eine Close-Line. Boy Scout kommt zurück. Unglaublich. Und das nach diesem wirklich brutalen Schlag mit diesem Keyboard. Wo er förmlich die Buchstaben gefressen hat. Jetzt steigt er aufs oberste Seil, Johnny Boy Scout. Das dauert aber zu lange. Zeigt wieder den Sandenbomb, die geht daneben. Und jetzt Bambi. Oh, könnte Bambi Elbow werden, ja? Da ist es an. In die Seile. Und jetzt der Bambi Elbow. Und das war's. Oh, und da hat er gefinisht mit vielleicht seinem neuen Move, seinem neuen Finisher, dem Bambi Elbow. Und Sie haben es wieder gesehen, das Raumschiff. Und nochmal, jetzt haben Sie es. Das ist das Manöver. Diese Gestiken. Und dann ist das Bambi Spaceship. Tja, das war Chris, der Bambis Auftritt. Hier in Berlin. Ich würde sagen, das waren eher zwei Jausengegner für Chris hier bei der GL. So. Thunder! Da ist er! Man sieht es ihm an, er hat Erfahrung. Mit einer Größe von 1,70 m und einem Gewicht von 90 kg. Er kommt aus Berlin. Hier ist Thunder. Da ist der Thunder. Ein Mann, der auch aus Berlin kommt. Sein Gegner, den kennen wir auch, denn sie standen sich bereits gegenüber in der Heavy Battle. Dieses ist aber allerdings ein Hardcore-Match ohne Disqualifikation. Und sein Gegner ist natürlich Mad 2K. Mit Valet, ich glaube, sie heißt Nikki, ich weiß es aber nicht genau. Vielleicht hat sie mittlerweile auch einen anderen Namen. Mit einer Größe von 1,78 m und einem Gewicht von 76 kg aus St. Pölten in Österreich und in Begleitung von Madison, yes, Match 2.
Ja, Sie hören sie. Ich weiß es jetzt mittlerweile auch. Sie heißt nicht mehr Nikki, sondern sie heißt Madison. Ist ihr neuer Ballad Name. Naja. Passt wahrscheinlich besser zu Mad2K. Ja, diese Einlage haben wir auch schon gesehen heute. Und Panda steigt mir jetzt aus dem Ring. Ich habe es gehört, Panda hat nichts übrig für Knutschereien im Ring. Und er kündigt an, dass er Mad2K hier fertig machen wird. Wenn er sich hier seine nette Lederhose hier noch auszieht. Oh, hat er Probleme etwas? Diese Western Shorts, was das sind? Jetzt geht's los. Also wird hier hart zur Sache gehen. Denn dies ist ein Hardcore-Match und es sind eigentlich ist alles erlaubt. Also man darf hier mit Foreign Objects zur Sache gehen. Keine DQ. Und Thunder ist nach meiner Meinung nach hier auch Favorit. Denn er hat bereits im Match zuvor gezeigt, dass das Match hier wirklich jederzeit hätte gewinnen können. Mad2K hat sich ausziehen lassen dann und das war vielleicht seine Rettung. Jetzt Hip Toss von Thunder, der der stärkere Mann ist, ganz klar. An die 110 Kilo. Und bereits etwas geschwächt. Mad2K, der eigentlich in meiner Statur einzureihen ist. Nur ich bin kein Wrestler. Oh, schöne Flying Close allerdings jetzt. Von Mad2K. 1, 2, 9, 2 Count. Oh, sehen Sie dieses Manöver an. Ein Back Suplex. Nicht schlecht gemacht von Mad2K. Thunder deutet jetzt an, möge Platz haben, dass er hier in den Ring zurückkommen kann. Ja, Mad2K gibt ihm die Möglichkeit. Thunder jetzt ready für den Lock, aber er... Oh! Da passt er nicht auf. Und Clothesline geht auch daneben. Und jetzt sitzt sie. Allerdings von Thunder. Und wieder eine schwere Clothesline in Mad2K. Jetzt schleudert er ihn wirklich hin und her. Mad2K muss hier einstecken gegen Thunder. Aber er kommt zurück. Jetzt Kicks in die Nierengegend. Nicht sehr angenehm. Thunder hat aber ordentlich Speck rundherum, das schmerzt nicht so. Wieder mit Kicks. Oh, wieder dieser Spinning Kick, allerdings etwas low. Und wieder geht Thunder hinaus. Nimmt eine Auszeit, ist klar. Thunder ist älter, hat nicht so viel Kondition. Thank you.
Jetzt Suplex. Oh, schön durchgezogen. Oh, Front Slam war das jetzt. Suplex in der Front Layout. Und zwei. Aha, da war was. Mad to Case. Fuß am Seil, das heißt, der Count kann nicht durchgeführt werden jetzt. Oh, Thunder, was zeigt er? Pedigree zeigt er hier. Nein, will er nicht zeigen, oder? Oder doch? Gut Ranch. Das war aber ein Double Underhook Chicken Wing Suplex. Die ganzen various Moves da kommen ein bisschen durcheinander manchmal. Jetzt ein Side Backbreaker. Etwas langsam jetzt alles durchgezogen von Thunder. Er will auf jeden Fall hier den Kampf etwas Luft rausnehmen, denn Thunder, wie gesagt, ist jenseits der 40. Jetzt in die Side Ring. Und Madison! Oh! Oho! Das nutzt Matt okay schnell aus. Und ein Elbow. Flying Elbow vom Top Rope. Das könnte sein. Eins, zwei, nein. Ja, auch Madison greift bereits ein. Und wieder geht's außerhalb des Ringes. Und Thunder ist jetzt auch draußen. Ja, und da folgt auch schon Matt okay. Oh, Double X Handle Blow vom Top Rope. Jetzt wird es wahrscheinlich einen Brawl in den Zuschauer reingeben. Nein, Reverse Low, das ist hier im Kamerabereich. Matt 2K liegt jetzt im Fanbereich, während hier ein anderer Fan telefoniert. Völlig ungestört. Tja, Thunder lässt hier krachen und jetzt hat er Matt 2K in einer Bearhug Position. Jetzt geht's mit der Schulter, mit dem Rücken, voll gegen den Ringpost. Ja, aber Matt 2K hält dagegen und jetzt geht's in den Tisch. Oh, oh, da geht der Tisch zu Bruch. Der Ref ist nicht da, aber leer. Das war der Table von Olaf Heiden, der zu Bruch geht. Was macht jetzt Matt 2K? Wieder eine gesprungene Clothesline. Der Tisch ist kaputt, der ist hinüber. Wir müssen sie einen neuen beschaffen, falls Olaf Heiden noch sitzen möchte. Und jetzt geht's wieder hart zur Sache. Olaf Greitmeier, glaube ich, war das. Josef Greitmeier von der EWF. Ich muss hier Aufstellung gehen. Jetzt Thunder kracht gegen den Post. Thunder. Mittlerweile bin ich auch zu einem leichten Thunder-Fan geworden. Und jetzt nimmt Matt 2K den Stuhl, aber Thunder blockt und Matt 2K muss den Stuhl nehmen. Oh, Madison. Oh! Da fängt sich Thunder eine Ohrfeige ein. Oh, Lobo! Von hinten. Fiese Aktion jetzt von Matt 2K und natürlich seinem Valet Madison. Oh, Low Blow, Contra jetzt von Thunder, der eine Kuhglocke nimmt, das ist die Ringglocke, ich glaube, das ist die Ringglocke, ja, ja. Und geht voll auf Matt 2K. Ja, Thunder. Mit denselben Mitteln, natürlich, das ist ein Hardcore-Match, hier kann man sich nicht einbremsen, hier muss man versuchen, einfach jede Mittel, die einem zur Verfügung stehen, zu nutzen. Was macht er jetzt? Er wartet, beide Wrestler warten. Aha. Aber Thunder kontert. Oh, schöner Suplex. Vertikal. Jetzt wieder in die Ringseile. Oh, Belly to Belly. Nicht schulmäßig durchgezogen, aber es hat geklappt, aber der Count kann nicht durchgeführt werden, weil
Matt 2K zu nah am Seil war. Wieder Thunder jetzt. Oh, ein Sunset Flip. Jetzt covert er ihn. Eins, aber Thunder hat die Hände am Seil. Ebenfalls kann der Count nicht durchgeführt werden. Thunder. Kampf dauert schon eine Weile jetzt. Aber er schafft es noch und slammt ihn mit dem Rücken. Lässt sich einfach fallen. Hier hat Thunder jetzt Matt 2K und den Backbody Drop. Wer kann hier den entscheidenden Move anbringen? Vielleicht ist es wirklich Thunder, ich würde es ihm gönnen. Hebt ihn jetzt aus. Jetzt steigt Thunder außerhalb des Ringes. Oh, zeigt ein Top Rope Manöver, ungewohnt. Was zeigt er hier? Und ein schöner Flying Body Splash, aber der geht daneben. Und das hätte wieder eine Art Clothesline werden sollen. Bringt er dann mit aller Kraft wirklich dann auf den Boden. Jetzt geht wieder mit dem Kopf voll gegen die Ringpost. Und wieder in, hier im Fanbereich. Oh! Aufmunterung jetzt für Thunder. Wenn wir hier nette Girls sehen. Und hier geht's ganz zurück jetzt. Ganz zurück. Oh, was sind wir hier? Oh! Voll gegen die Tür. Matt 2K. Das sind harte Manöver. Er schnauft schon, Thunder, wie eine D-Lock. Er ist müde. Und wieder geht's voll mit dem Kopf gegen den Stuhl von Thunder. Und jetzt... Oh! Da muss Madison eine Ohrfeige einstecken von Thunder. Und wieder zurück in den Ring, Thunder. Aber Madison lässt sich das nicht gefallen. Und Matt 2K jetzt nutzt hier dieses Ablenkungsmanöver von Madison. Dropkick. Tja. Wer kann hier das entscheidende Manöver? Oh, Rope Burn, das ist eine der wirklich brutalsten Manöver. Rope Burn. Da können Brandwunden entstehen. Und Snap jetzt mit dem obersten Seil. Und wieder holt sich Matt 2K den Stuhl. Muss aufpassen. Ja, und muss Sander den Stuhl nehmen. Aber Matt 2K kann wirklich nicht nachsetzen. Jetzt stürzt Matt 2K in die Ringecke. Jetzt nimmt sich Sander den Stuhl. Sind aber alles Aktionen, die etwas zu durchsichtig scheinen. Und das geht dann unternehmen. Thunder misses. Und Matt 2K kommt mit einem Splash. Ja, und da putzt er sich noch auf. Setzt dann zu einem Suplex, wieder DDT. Nein, ein Suplex. Schön durchgezogen. Kannst das sein jetzt? Eins, zwei und Thunder kommt nochmal raus. Gott sei Dank. Thunder. Oh. One Leg Takedown jetzt. Was macht er jetzt? Figure 4? Nein. Boston Crab. Jawohl, eine Boston Crab. Oder ein Lion Tamer. Das ist der Lion Tamer. Walls of Jericho. Aber jetzt zieht er durch den Boston Crab.
Allerdings hat er die Hand am Seil, Matt 2K, und muss den Hold jetzt abbrechen. Jetzt Thunder bearbeitet jetzt den Fuß am Seil. Das sind brutale Aktionen. Das kann Kniegelenksverletzungen geben. Dort Schoner. Double Under Chicken Wing. Jetzt Suplex wieder. Das haben wir vorher gesehen. Nein, Pedigree. Pedigree gibt's. Oh! Triple H lässt grüßen. Kann so sein. Eins, zwei, nein. Matt 2K hat noch viel Potenzial. Er kann diesen Pedigree sogar noch entkommen. Das ist unglaublich. Jetzt geht's noch einmal raus. Oh! Thunder wird jetzt gleich nachkommen wahrscheinlich. Ja, da ist er schon. Thunder will jetzt Schluss machen. Setzt an, jetzt hebt ihn aus, wieder wahrscheinlich gegen den Ring Post. Ja, voll mit dem Rücken. 15 Minuten dauert der Kampf schon, glaube ich. Längster Kampf des heutigen Abends. Das kann sein. 1, 2, 3. Und das war's. Toi, toi, toi. Der Sieger ist Thunder. Und ich freue mich für ihn. Das in seinem alten Jahr noch. Thunder! Der Sieger in diesem Kampf aus Berlin, Thunder! Bald wird er seine eigene Show haben. Bei Frankfurt an der Oder, bei der EWOP. Thunder! So, wir hören wieder die orientalischen Klänge. Und das ist natürlich die Musik von Ahmed Shea. Ich hoffe, dass ich irgendwie dieses Entrance-Team auf MP3 bekomme. Mal Flying Dragon fragen. Oder Ahmed selber. Ist ja an sich Flying Dragons Team. Doch Ahmed hat es übernommen und kommt heute zum Ring damit. Und da sind sie, beide kommen diesmal zum Ring. Ahmed Shea und Flying Dragon. Dies wird aber jetzt ein Einzelmatch sein, denn Ahmed Shea wird ja nicht im Main Event stehen. Aber wir kennen den Gegner von Ahmed noch nicht. Crazy Sexy Mike hat es angekündigt, es wird ein Mann sein, der in der Heavy Battle nicht zu sehen war. Ja, mal sehen, wer sein Gegner ist. Und sein Spannung steigt. Opponent in diesem False Count Anywhere Match mit einer Größe von 1,90 Meter und einem Gewicht von 95 Kilogramm. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, aus Liverpool in England, hier ist
Tja, das ist eine kleine Überraschung. Der Punkrocker himself, Robbie Brookside, ist in Berlin. Und er ist Ahmed Chairs Mystery Opponent. Was für eine Überraschung. Da ist der, The Wildcat, Robbie Brookside, aus Liverpool, England. Ahmed Chair wird es nicht leicht haben mit diesem Mann. Ich weiß nicht, ob Punkrock überhaupt noch in Mode ist, aber wie gesagt, anscheinend doch noch, Roy Brookside kommt hier mit Punkrock-Gängen zum Ring. Naja, mir persönlich gefällt Ahmed Chairs Team besser, die orientalischen Gänge, und es geht schon zur Sache, Roy Brookside hier auf Ahmed Chair ein. Oh, Backkick. Die Ringecke jetzt zweimal hart lässt den krachen und noch einmal mit voller Wucht. Und es geht bereits nach außen. Und Robbie Brookside zeigt gleich, wer hier der Sache ist. Jetzt in die Fan Area. Aber Ahmed ist ein Kämpfer, das wissen wir. Und er hält dagegen, den Stuhl nimmt er nicht. Vielleicht nimmt den Brookside. Ahmed hält dagegen. Oh, ein Body Slam! Unglaublich gerade von Ahmed Chair außerhalb des Ringes. Cover, das Ziel auf draußen. Zwei. Und Brookside kommt raus. Oh, jetzt geht's in die Fan-Gegend. Schon öfters der Fall gewesen heute. Robbie Brookside. Und Ahmed gegen die Treppe hinten. Die Entrance-Treppe, ja, da geht's zur Sache jetzt. Robbie Brookside sucht sich jetzt womöglich einen vollen Object. Nein, jetzt wieder zurück in den Ring. Roy Brookside war ja bei der IWW vor 2 Jahren, da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Oh, schöner Suplex. Brainbuster-like. Was soll man zu ihm noch sagen? Roy Brookside ist einer der Top-Leute in Europa, war kurz in der WCW. Und ist eigentlich nur mehr bei der CCC auf Tour gewesen, also hat dort gekämpft, aber dort hat es auch Krach gegeben. Ja, und jetzt will ich die PBU haben. Ahmed Chair momentan noch etwas geschwächt. Er ist momentan noch nicht mit seinem Gegner anzufangen. Jetzt setzt den Robbie Face down. Ja, jetzt Kopf. Und jetzt gibt es eine Sicherheit, eine Hardback zur Baseball Slide. Voll mit beiden Beinen, voll in die Kiste von Ahmed Chair, volles Programm. Stiff. Naja. Was kann Ahmed hier noch entgegensetzen gegen Roy Brookside? Jetzt Reversal. Oh, Ahmed kontert. Oh, Transmission. Transmission. Der Cutter hat schon mehr. Aber hat jetzt noch eine Art Dragon Sleeper, aber der wird auch, glaube ich, jetzt geblockt von Brookside. Brookside kommt hier raus. Jetzt voll wieder gegen die Ringecke. Ahmed Chair. Oh, Robbie mit einem High Kick.
setzt ihn an, vielleicht zu einem Superplex vom Top Rope. Ja, es wird ein Superplex. Ja, zieht ihn letztendlich durch. Sehen Sie hier, Goldbook Side zieht es wieder außerhalb des Ringes. Oh, da geht es jetzt in die Fangegend da hinten hin zu diesem Heizkörper. Oh, volles Programm in die Leiter. Oh, was hat er hier? Eine Art Hubstapler. Ein kleines Fahrzeug. Und Ahmed Chair hat bereits einen Cut, hat bereits eine offene Wunde. Ist gerade zu ihm erblickt. Wahrscheinlich durch diese Aktion gegen die Leiter. Aber könnte auch zuvor gewesen sein, durch den Baseball Slide, ich weiß es nicht. Jedenfalls ein schweres, tiefes Cut. Und boah, das sieht brutal aus. Ahmed Chair wird nachher wahrscheinlich mit mehreren Stichen wieder genäht werden müssen. Die neue Buchseite. Tut sich schon ein bisschen in den Blut, sehen sich diese offene Wunde an von Ahmed Chair. Jetzt sieht man es nicht so genau, ich habe jetzt wieder auf normales Light geschaltet. Ahmed Chair muss aufpassen, dass er jetzt hier durch dieses Cut hier nicht die Optik verliert. Durchsatz setzt an jetzt einen Suplex. Nein, Ahmed Chair reversed. Chair und Suplex geht daneben. Warte, was denn, ein Pin. Aber Brookside ist in den Seilen. Jetzt wird schon Ansatz zum German Suplex. Bridge jetzt 1, 2. Und Ahmed geht rauf auf Style. Muss aber aufpassen jetzt. High Cross Body. Cover 1, 2 und 2 Count. Und Rob Brookside, voll in den Fuß von Ahmed Chair, jetzt ein Tornado DDT, Swinging DDT, jawohl, der sitzt, da muss er schnell covern. Denn Brookside ist noch etwas fitter als Ahmed, der jetzt wirklich schon gehörig blutet. Ah, da nimmt er sich den Chair, sag ich schon, den Table natürlich, der neue Table jetzt. Von Olaf Heiden, aber der wird jetzt wahrscheinlich auch gleich wieder in Mitleidenschaft gezogen werden. Jetzt Rolf Brookside holt sich ihn runter, oh! Und voll mit dem Gesicht jetzt gegen die Tischkante. Das könnte sein. Ahmed Chair. Juice gewaltig jetzt Tombstone. Womöglich in den Tisch oder nur auf den. Oh, auf den Concrete Floor. 2-3, das war's. Und man sieht auch ein schweres, tiefes Cut am rechten Auge. Sieht nicht wirklich gut aus. Und der Sieger heißt Robbie Brookside, The Wildcat. Sie sind ja Robert Brookside, zählt den Fans, sie können ihn am Arsch lecken mit ihrer Love Parade. Punk Rock is the only music that rules. Und Ahmed bekommt auch noch einiges ein Fett weg von Robert Brookside, aber Ahmed hat auch was zu sagen. Ahmed meint, es wird ein Rematch geben, irgendwann werden sich die beiden wieder sehen im Ring und tja, gutes Match der beiden.
Ahmed Chea hat aber in dem Match wirklich einiges einstecken müssen, nicht umsonst hier. Dieses schwere Cut. Platzwunde, egal was es ist. Er muss jetzt wahrscheinlich verarztet werden. Und tja, bis zum nächsten Mal, Ahmed. Leading all about. Turn the camera off, please. Here's now, here's now. Here's now, here's now. So, hier sehen Sie wieder, ja, Balsam für meine Augen, Wessner. Ah, das ist was Angenehmes. Tja, ja, warum nicht? Ich meine, schöne Frauen sieht man ohnehin viel zu wenig im Ring. Wessner. Ihre Gegnerin wird sein, allerdings wird dies ein Hardcore-Match sein. Blue Nikita. Haben wir auch schon gesehen heute. Allerdings jetzt natürlich die verschärften Regeln. Alles ist wieder erlaubt. Und ihre Gegnerin. Wahrscheinlich wird sie begleitet werden von The Blue Adonis. Ja, ich habe es bereits verraten. Sie kommt zum Ring mit Blue Adonis. Von 65 Kilogramm. Sie kommt aus Athen in Griechenland und ist in Begleitung von Blue Adonis. Hier ist Blue Nikita. Ja, und hier, Wessner, sie bereits mit einem Stock in der Hand gehabt. Wird sicher verwendet werden. Los geht's. Wessner gegen Blue Nikita, zweiter Teil. Hardcore Match. Im ersten Match hat mich, wie gesagt, Blue Nikita nicht sehr beeindruckt. Auch Wessner hat nicht hundertprozentig überzeugt, aber sie hat zumindest hier, jetzt hat sich gut verkauft im Gegensatz zu Blue Nikita. Backslide, nein, gibt's nicht. Takedown von Wessner. Jetzt Reverse CS, aber Nikita kann nicht wirklich dagegen halten. Wessner jetzt on top. Wessner jetzt. Der Unterlage jetzt hat sie Nikita. Oh, Takedown, schön. Wieder eher Basic Wrestling, Mat Wrestling der beiden. One Leg Boston jetzt. Gibt aber nicht auf, Wessner. Sie ist eine Kämpferin. Blue Nikita geht's etwas langsam an hier in diesem Match. Oh, Side Russian Leg Sweep. Schnell durchgezogen. Super Move. Schön, Wessner. Wirklich, gefällt mir sehr gut, die Frau. Sie ist ja auch noch jung, sie ist erst 17 Jahre.
und ist die Lieblingswrestlerin von VWC Champ Maverick. Man gemerkt, Lieblingswrestlerin ist gut. Maverick hätte nichts dagegen, mit Fesna Lee zu sein. Naja, hätte. So, Schulterblock jetzt von Vesna. Wieder. Oh, Clothesline geht daneben. Und ein Jumping DDT. Ein gesprungenes Manöver. Und Nikita schon etwas down, schon etwas erledigt. Haben Sie das gehört? Wo bleibst du? Jetzt im Backbody Drop. Sie fährt schon auf dem Boden. Und Blue Nikita ist wirklich schon angeschlagen. Also sie, ich glaube, die Luft ist draußen heute. Ein Match hat gereicht, aber Wesner will mehr. Und man wird sehen, inwiefern Wesner ihr noch die Luft raubt, aber jetzt Reversal. Da hat Nikita Probleme mit ihrer Maske. Oh, schöner Suplex mit Bridge. Allerdings kommt Nikita raus. Wieder ein schöner Suplex. Zeigt hier verschiedene Variationen des Suplexes. Vesna. Jetzt setzt sie an seinem Death Valley Drive. Oder wird es wieder ein Samoan Drop? Ja, es war ein DVD. Was könnte es gewesen sein? Jetzt setzt sie an zu einem Neckbreaker. Oder wird es jetzt vielleicht hier, aber Nikita kommt zurück. Nikita hat Probleme mit ihrer Maske, das stimmt. Ich habe es schon oft gesagt, oh, schöner Leg Takedown. Das Timeout, Wesner lässt sich etwas Zeit jetzt, auch Nikita. Oh, da kommt jetzt hier was, setzt nach. Wesner. DDT. Es ist kein flottes Match, das ist klar, aber ist klar bei zwei Leuten, wo eine davon nicht wirklich das Tempo mithalten kann oder könnte. Oh, Klosland geht daneben. Und jetzt, was, das ist völlig missglückt, dieses Manöver. Schöner Side-Suplex, eine Art Back-Side-Suplex-Kombination jetzt von Wesner. Die Frau hat es wirklich drauf, abgesehen davon, dass wirklich nur Nikita hier entgegenzusetzen hat, wieder zu Problemen mit der Maske. Wesner kommt zurück, los, nein. Und Blue Nikita kontert.
letzten Zuckungen, sage ich mal, von Nikita. Sie hat wirklich nichts mehr entgegenzusetzen, Wesner. Wesner, oh, wieder brutale Aktion von Wesner, Kicks. Kurva kann ran, die geht aber daneben. Wesner lässt sie einfach fallen. Covered. Aus dem Match ist eindeutig genug draußen. Wesner fordert Nikita nur mehr, sie soll jetzt. Und Nikita hat angeblich, nee, ich würde sagen, sie hat keine Luft mehr. Sie will nicht mehr. Verweigert etwas den Kampf. Und was gibt's hier? Oh, wieder. Sie lässt einfach fallen. Er hat Powerbomb. Jetzt holt sich Wesner, glaube ich, hier, ja, das Foreign Object von zuvor. Ja, diesen Stock. Ja, Stock. Was hat sie damit vor? Ja, sie bedroht jetzt Blue Nikita. Ja, die Fans wollen es. Die Fans wollen es. Oh, volles Rohr auf Blue Nikita mit diesem Bambus-Stick. Und das noch einmal, vielleicht jetzt für Blue Adonis. Da muss er aufpassen. Ich glaube, Wesner scheut nicht davor. Blue Adonis. Ah, auf die Hand aber nur von Blue Adonis, der jetzt den Stick. Und jetzt kriegt den Wesner auf diesen Stick. Gottes Willen. Und noch einmal wahrscheinlich. Oh, noch einmal, volles Rohr, diesen Bambus-Stick. Wesner. Und noch einmal, volles Programm. Ich habe jetzt wieder absichtlich auf Moonlight geschaltet. Ja, ist schlecht beleuchtet. Blutet hier Wesner vielleicht schon, das wäre das Ende des Matches. Die Entscheidung nach einer Kampfzeit von 9 Minuten und 42 Sekunden. Ja. Und hier ist die. Auch Wesner hat bereits einen Cut. Und wieder ein schmeichelhafter Sieg. Diesmal für Blue Nikita. Oh, Double Dropkick, war vielleicht die schönste Aktion überhaupt von Blue Nikita in dem Match. Wesner am Boden. Allerdings hat sie das Match klar dominiert. Oh, High Cross Body, jetzt zeigt sie super Aktionen. Blue Nikita und Wesner am Boden mit einem Cut. Die Siegerin in diesem Kampf aus Griechenland, Blue Nikita. Netter Hinterteil von Blue Nikita, aber beim Wrestling muss sie sich noch wirklich steigern. Da hat sie mich nicht beeindruckt. Wesner, sehen Sie? Schweres Cut. Von Wesner. Sieht böse aus. Naja. Aber aus ihr kann man noch viel machen. Sie hat ungeheuerliches Potenzial. Die Kroatin. Wesner. Das war auch für die Gegnerin aus Zagreb, Kroatien. Wesner. So, jetzt der vorletzte Kampf vor dem Hauptkampf der Hardcore Knight wird ein Einzelmatch sein, und zwar dieser Mann, Carlos Guerrero. Wieder mit Wesner. Sie hat sich gar nicht sie ist nicht verbunden worden mit irgendeinem Verband oder irgendwas. Blutwunde, Carlos Guerrero. Ui, schreckt mich hier. Nein, Wesner hat sich nicht
quatschen lassen. Naja, warum auch? Nein, sie ist eine harte Frau. Und der Gegner von Carlos Gagero ist ein uns sehr bekannter Mann. Und ich verrate seinen Namen noch nicht. Schöne Musik, meine Damen und Herren, kein geringerer als Michael Kovac kommt zum Ring, zu Kid Rock. Mit einer Größe von 1,81 Meter und einem Gewicht von 103 Kilogramm. Er kommt aus Linz, Österreich. Ja, Kovac, auch sein zweites Match heute, hat vor Blue Adonis klar besiegt. Ja, und ich glaube, Carlos Gagero wird zwar eine Stufe höher einzureihen sein als Blue Adonis, aber er ist auch klarer Außenseiter gegen Kovac. Und Kovac verlässt jetzt kurz den Ring, also das zu sagen. Bevor ich diesen Kampf starte, Kollegin Wesen hat gerade einen guten Kampf gemacht. Sie muss jetzt nicht hier im Ring sein. Ich schlage keine Frauen. Also soll sie dich bitte hinter den Vorhang machen und hier wegbewegen, ja? Sie soll sich ihre wohlverdiente Pause holen. Sie hatte gerade einen guten Kampf. Ich möchte nicht, dass ihr irgendwas passiert. Hat sie etwas versprochen, kann passieren. Marschieren. Ja, das passiert auch einen Vollbrot gegen den Kovac. Wir wollen doch nicht, dass mehr passiert, oder? Oder ist das bei euch so? Seid ihr so zu den Frauen? Ich weiß nicht. Gerne anspielen hier. Also aufpassen mit dem Kovac. Na gut, dann soll sich so gut wie möglich aushalten, weil jetzt wird's hart. Ja, und da kündigt das an. Jetzt wird's hart, jetzt geht's hart dran zur Sache. Carlos Gagero gegen Michael Kovac. Auch mit verschärften Regeln. Lock. Also ich glaube, ich sende hier zu gleich ein SMS und kommentiere den Kampf. Das können auch nur wenige. Takedown jetzt von Kovac natürlich. Er ist. Ich will gleich Carlos zeigen, wer der Herr im Ring ist. Aber Carlos gibt nicht auf. Er ist meiner Meinung nach der Mann in der GWF, der vom Körperbau her wirklich das meiste Potenzial hat. Seine Statur, die anderen GWFler sind leider, muss ich sagen, etwas zu klein geraten. Da kommt
Jetzt hat ihn Kovac in einem Side Headlock. Oh, Carlos hebt ihn auf, Body Slam. Aber Kovac überrascht es. Er holt in der Hand seinen Cover. Fackelt nicht lange. Tja, alles wieder. Malten, Tie-Up kann neu beginnen. Oh, super Suplex von Carlos Gagiero, schön durchgezogen. Suplex, ja, Carlos hat's drauf einfach. Ein guter Arbeiter. Oh, jetzt geht's außerhalb des Ringes. Carlos kündigt an, was ist Hardcore? Oh, und Kovac rein, Carlos raus. Was soll das, meint er? Was soll das? Carlos etwas verblüfft jetzt. Aber zur Sache geht es, Kovac schenkt Carlos Gagiero rein. In die Ringseile, in die Ringecke. Kolas. Kovac schreit Headspring. Kolas, wie komme ich auf Kolas? Oh, schöner Bulldog. Vielleicht habe ich jetzt kurz an Eric Kolas gedacht, weil den gibt es wirklich. Hat auch im fernsten Sinne was mit Hardcore zu tun, Eric Kolas. Okay, geht's weiter. Carlos ist am Boden. Wieder in die Ringseile jetzt. Schöner Dropkick von Michael Kovac. Und Carlos geht jetzt wieder rausbefördert von Kovac. Und raus geht jetzt wieder Kovac. Kampf ist natürlich wieder nicht sehr... Oh, da muss er Papier schlucken! Oh, wird schön eingerieben mit diesem Papier. Ja, lustige Aktion, nicht unbedingt schmerzhaft, aber unangenehm. Wenn man hier Druckerschwärze abbekommt, aber Carlos wird verkraften können. Jetzt hart zur Sache an den Ring Apron. Ja, und Michael Kovac deutet an. Carlos liegt ihm zu sehr herum hier heute, er schlaft. Oh, ein Reversal! Ja, wenn man zu viel redet, kommt das gleich zurück und Carlos hat jetzt wieder die Oberhand und Michael Kovac face first. Und der Reversal an, das ist Hardcore! Jetzt hat Carlos Kovac in einem Wristlock. Wristlock ist einer der Haupt-Basic-Moves im Wrestling für die Einsteiger. Wristlock, Headlock, das sind Moves, die man zu Beginn lernt. Nicht diese Moves bitte, diese Moves lernt man erst viel, viel später. Spinning Kicks. Oh, aufpassen! Oh! Voll mit dem Hinterkopf geht hier für Michael Kovac auf die Ringmatte. Das schmerzt. Da sieht man Sterne. Das kann zur Bewusstlosigkeit führen.
Carlos kontert. Hip Toss, eine Art Modified Hip Toss, da geht er selbst dann mit, um mehr Schwung zu erzeugen, mehr Pressure ins Spiel zu bringen. Jetzt Carlos. Oh, Senten! Somersault Plancher, der aber daneben geht. Und Kovac jetzt. Was macht er jetzt hier? Atomic Drop? Nein! So eine Art Suplex. Ein Move, den Dan Severn übrigens perfekt ausführt. Und wieder geht's außerhalb des Ringes zur Sache. Okay. Ja, Kovac jetzt. Oh, Ring gegen den Ringpost. Carlos Gagiero. Außerhalb des Ringes jetzt. Wir sind jetzt wieder im Fanbereich. Zumindest Video Vegas mit der Kamera. Hier sehen Sie es. Ziemlich knapp am Geschehen. Noch einmal. Und ein Flying Kick. Outdoor Kick, allerdings nur mit einem Fuß gesprungen. Michael Kovac deutet an, das ist Hardcore. Naja, viel Hardcore haben wir in diesem Match noch nicht gesehen, noch nicht wirklich gesehen. Ich hoffe, es kommt noch. Zumindest im Hauptkampf nach dem Match auf jeden Fall. So, Carlos Gagiero jetzt noch einmal in die Ringseile. Kovac duck down. Oh, Carlos will ein DDT. Carlos Gagiero, ein Leg Drop, hält sich sehr gut hier im Match gegen Kovac. Elbow! Wir haben bereits die 10 Minuten Marke bald dieses Matches. Federer ist schon ziemlich erschöpft. Carlos fordert jetzt Kovac, komm nochmal her. Gib dir noch das, was du brauchst. Aber das war etwas zu übereilig. Kovac jetzt. Und Atomic Drop, ja. Into a Spinebuster, oder? Tiger Driver. Das war ein Tiger Driver. Und Vesna! Diese. Ah! Hinterlistiges Vibesbild. Schlägt hier Kovac mit diesem. Ich weiß nicht, was es war ein Deckel von irgendeinem, einer Kiste, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ein harter Gegenstand. Sieht mir aus wie, ich weiß nicht, könnte auch ein Sesselteil sein. Zwei, und oh, das war knapp. Close, but no cigar, heißt das ein Sprichwort im Wrestling. Carlos Gagiero will das wissen, er will das Match erfolgreich beenden. Das wäre eine Sensation, wenn er Michael Kovac besiegen könnte. Jetzt will er ihn mit einer Klose raus befördern. Kovac geht jetzt raus. Und Michael Kovac jetzt ziemlich geschwächt, denn Vesna greift jetzt immer wieder ein. Ist klar, sie weiß jetzt, dass Carlos Gagiero Schützling Kovac besiegen kann und deswegen nutzt jetzt alle Mittel hier, um den Chilenen den Sieg herbeizuschaffen. Und jetzt wieder in die Ringseile. Kovac geht runter, jetzt German Suplex, wird sein German in ein Reversal. Oh, Kovac wieder Reversal und jetzt, oh, schöner German Suplex, herrlich durchgezogen. Ein super Move, der Carlos jetzt wirklich die letzte Jahr, das ist irgendein Deckel, ich weiß nicht was. Oh, das war glaube ich etwas mit Absicht. Referee Thomas Neumann
bekommt hier voll diesen Gegenstand ab. So. Carlos jetzt. Oh, den Dropkick hat er nicht voll durchgezogen. Kann er froh sein, dass er überhaupt hier Kovac zu Fall gebracht hat. Jetzt könnte. Nein, kein Cover. Referee Thomas Norman ist noch am Boden. Nein, er will wieder diesen Hip-Toss zeigen mit dem Takedown. Und zeigt er nicht. Geht es drunter. Oh, Rock Bottom, nein. Was gibt's hier? Backslide? Nein, Razor's Edge, auch nicht. Oh, Reverse Razor's Edge. Modified übrigens. Jetzt will Kovac Schluss machen. Doch ist Referee Thomas Neumann schon fit? Das ist jetzt die Frage. Wieder Snap mehr. Oh, Submission. Ah. Thomas Neumann bricht den Kampf ab. Und er disqualifiziert Michael Kovac. Haben Sie es gehört? Michael Kovac beschwert sich dann, das ist ein Hardcore-Match. Wieso das? Naja, gut. Den Referee darf man nicht attackieren. Da ist dann... So, meine Damen und Herren, wir sind jetzt zum letzten Kampf hier bei der GWF Hardcore Night. Und es wird ein 3 Corners Match sein. Und zwar geht es darum, dass der GWF German Heavyweight Titel auf das Ceiling hängt, das heißt an der Decke hängt. Und es wird ein Match sein zwischen Crazy Sexy Mike, Flying Dragon und Jose Lopez. Mit einem Gewicht von 86 Kilogramm. Er ist im Begleitung von Bernard. Und er kommt aus dem Fällenblock 4. Hier ist Crazy Sexy Mike. Das ist der erste Teilnehmer. Crazy Sexy Mike mit Wegner. Showanlage jetzt noch von Crazy Sexy Mike. Wie gesagt, das ist hier alles erlaubt, das ist ein Hardcore-Match und der German Titel, also der GWF German Title, der hängt an der Decke und kann wahrscheinlich nur oder kann wirklich nur mit einer Leiter erreicht werden. Diese Leiter steht hier, so sehen Sie es. Und der zweite Mann kommt zum Ring. Es ist Flying Dragon. Thank you.
to be an MC. The only one to watch it with a guarantee. But what I got to do, it's guaranteed to be a hit. I wanna dance, shoot the girls, and talk. Oh, Deutschland, really up on the flying dragon. Aus Deutschland, allerdings startet er für Japan, er kommt aus Japan, Blind Dragon. Und hier nochmal Crazy 69. Während wir alle auf den letzten Teilnehmer warten, nämlich Jose Lopez. Ja, Sie sehen hier, Jose Lopez ist jetzt im Ring. Aus Mexico City, Jose Lopez. Jose Lopez. Den haben wir heute auch schon gesehen, und zwar den Chris the Bambi Killer. Diese drei Leute werden jetzt um den GWF German Title kämpfen. Haben Sie es gehört? Ja, Thomas Neumann wird dieses Match nicht leiten. Der German Wrestling Federation Hardcore hat gesprochen. Und er hat beschlossen, ist offensichtlich nicht qualifiziert für diesen Kampf. Es gibt die Befürchtung, könnte auch gleich sein. Und deshalb, Herr Neumann, es tut mir leid, muss ich Sie bitten, die Halle zu verlassen. Was ist denn für ein Scheiß hier? Es gibt nur einen einzigen Mann, der bei diesem Mann öffentlich ist. Und das bin ich. Ja. So ist es. So bleibt es. Und das wird es immer sein. Lass sie nicht gefallen, dieser Herr. Thomas. Es ist jedenfalls klar, dass nur ich Referee in diesem Kampf sein werde. Niemand anders. Denn wenn er kämpft, der Beste, der Beste, der Beste, wird, dann kann auch nur der beste Referee diesen Kampf leiten. Und wenn er kämpft, also es tut mir wirklich leid, wenn ich dich da jetzt verletze oder in Depressionen stürze, aber das Sagen haben nicht Sie, Thomas Neumann, das sagen aber auch nicht ich, aber der Veranstalter, der hat das Sagen. Und wenn der sagt, Thomas Neumann fliegt raus, dann fliegt Thomas Neumann raus. Dankeschön, auf Wiedersehen. Der Referee in diesem Kampf bei ehemaliger German Wrestling Federation Wrestler. Sie haben es gehört, Olaf Heiden wird Thomas Neumann hier sehr höflich, aber sehr diskret und korrekt und sehr direkt. Und hier kommt Joe Loomis, oder wie er heißt. Er wird der Referee dieses Matches sein. Während Thomas Neumann bereits eigentlich vom Veranstalter einen Verweis erteilt bekommen hat. Also, ich würde sagen, wir geben ihm trotzdem eine Chance. Und deshalb, Thomas Neumann, es tut mir leid. Und hier Thomas Neumann attackiert Joe Loomis. Oh, Joe Loomis schlägt zurück, der lässt sich das nicht gefallen. Kennen nicht Joe Loomis.
Jose Lopez hat auch noch einige Worte. Was für eine Scheiße! Deine Karriere als Rap werde ich auf jeden Fall beenden! Tja, Jose Lopez, weiß nicht, seine Meinung dazu. Nicht sehr, wirklich. Begeistert davon, dass Jolun ist hier, der Referee ist. Naja. Der Einzige, der auf den Arsch bekommen hat in der letzten Hardcore Night, waren Sie. Ich bin nicht hoch ins Krankenhaus gelaufen. Sie waren es. Sie haben beinahe ihren Masken verbraucht. Aber wenn Sie ein Match haben wollen, nächsten September, GWF Hardcore Night, ein No Disqualification Match. Was ist dein Wort? Hier fordert Joe Lunis Jose Lopez heraus. Naja, aber jetzt geht's dann schon wohl zur Sache hier in dem Match. Das wollen wir sehen. Dem Match um den German Titel. Und hier bereits, oh, eine Ohrfeige von Crazy Sexy Mike. Und jetzt auch eine Ohrfeige von Jose Lopez für The Flying Dragon. Und los geht's, Official Ring Bell. Was gibt's hier? Stärke-Test zu dritt vielleicht? Ich glaube Comedy jetzt. Oh, da gibt's einen Low-Kick jetzt von 360 Mike, Double Bulldog, nein! Oh! Wieder nicht. Jetzt geht Flying Dragon. Oh, fast auf den Tisch. Oder was ist ein Tisch? Da muss ich aufpassen. Da kann es zur Sache gehen. Es sind nämlich um den Ring vier Tische aufgestellt worden. Wenn es da reingeht in einen Tisch, da kann es zu Knochenbrüchen kommen. Oh, ein Low-Kick wieder. Dirty Move. Jetzt geht's zu dritt in die Seile. Nein, einer. Jose Lopez mit einem Shoulderblock. Pancake wäre das gewesen. Nein, oh, jetzt ein Hula Canara. Ja, einige Flop-Aktionen jetzt. Natürlich schwerte die dreimal jetzt. Aber irgendwie muss man sie kommentieren. Egal. Oder Canara. Und jetzt Crazy Sexy Mike zu zweit wieder genommen, jetzt in die Ringseile. Oh, was hat er hier? Oh, Bessner! Ja, jetzt dritte gegen Jose Lopez. Crazy Sexy Mike konzentriert sich jetzt einmal auf Jose Lopez. Und jetzt steigt... Oh! Flying Dragon wird hier von Bessner vom Top Rope befördert. Jetzt steigt Jose Lopez aufs Seil. Das zeigt er hier, vielleicht einen Hurricane Rana. Oder gibt es eine Powerbomb? Ein Hurricane Rana vom Top Rope. Jose Lopez. Und Crazy Sexy Mike wird hier. Er ist nicht angeschlagen jetzt. Hat sich, glaube ich, verletzt. Aber hält dagegen noch, Crazy Sexy Mike. Oh, geht's in den Tisch? Nein, noch nicht, Bessner. Den Tisch jetzt von Crazy Sexy Mike. Oh, Bessner zertrümmert hier eine Leuchtstoffröhre auf dem Rücken von Jose Lopez. Und Jolunis verweist hier Bessner. Der Bessner. Wie gesagt, Bessner wurde soeben verwiesen von Jolunis. Jolunis, ich weiß nicht genau, wie man ihn schreibt. Und wieder mit dem Bambus-Stick. Und wieder das Keyboard.
Slidebreaker muss dieses Keyboard nehmen. Oh, Stacheldraht jetzt. Da bindet sich Crazy Sexy Mike den Stacheldraht um. Das sind Sabu-artige Aktionen. Wieder eine Aktion von José López mit diesem Tackle. Er tritt hier ab mit dem German Title. José López, jetzt was zeigt er hier? Oh, Reversal, oh, eine schöne Huracanana. War das jetzt eingesprungen? Sieht man auch sehr selten. Rey Mysterio Jr. hat diesen Move in Dos von mir, sehen Sie es hinten am Rücken, eine Blutwunde. Oh, das war, nein, das ist der Feind, Jorge López, nicht ausrasten jetzt. Wir haben noch ca. 10 Minuten Sendezeit. Oh, schöner Backdrop, hoher Backdrop von Crazy Sexy Mike. Und das haben Sie jetzt gesehen, die Leiter. Ja, servus. Tja, ich war jetzt kurz weg, ich habe einige Hardcore-Aktionen gesehen mit der Leiter und so weiter. Ich wurde gerade von Michael Kovac angerufen aus aktuellem Anlass. Das passiert eben bei Live-Kommentationen. Das verwirrt. Nein, mir wurde gerade zugesagt, dass ich Backstage-Pass habe in England hundertprozentig. Und hier José López hat fast den Titel. Nein, Crazy Sexy Mike jetzt. Oh, Suplex. Das ist alles live, das kann passieren. Auch dieser Schluck zum Eissee, das ist alles live. Nicht gespielt. Oh, wieder ein harter Atomic Drop. Hoffentlich geht sich das mit der Sendezeit aus. Hat José López wieder ein Foreign Object. Aber Crazy Sexy Mike kann das kurz abwehren.
Kose Lopez in der Ringecke ein. Kose Lopez jetzt in die Ringecke. Chris X Mike. Und das geht daneben. Oh! Sitzt er jetzt mit den Genitalien auf diesem Ring, mit Barbed Wire, da muss er ganz aufpassen. Und da geht es wahrscheinlich in den Table. Flying Dragon wird wahrscheinlich jetzt Crazy Sexy Mike in den Table befördern. Ja, voll durch den Tisch. Das wollen wir sehen, das ist Hardcore. Crazy Sexy Mike, ziemlich fertig. Takedown jetzt von Jose Lopez. Gibt hier offiziell kein Time Limit. Ich hoffe, dass wir hier die Sendezeit durchbringen auf diesem Tape. Naja, mal sehen jetzt. Crazy Sexy Mike, die Leiter wieder genommen. Er wird jetzt versuchen, sich den Titel zu holen. Oder doch nicht. Außer bis dahin geht es weiter zur Sache. Crazy Sexy Mike. Folgende Tür, ich kann hier unsere Kamera kann hier nicht alles einzoomen. Wir waren hier auf Strom angewiesen, deswegen konnten wir hier nicht wirklich den Rest dann nachfolgen. Naja, die GWF hatte auch gefilmt. Oh, wieder mit dem Bambustick. Kovac, sage ich schon. Jose Lopez bekommt Faustick. Lopez und Kovac gingen vielleicht ähnlich. Aber Flying Dragon, der mittlerweile die Maske verloren hat. Das sieht auch öfters, dass Wrestler die Maske verlieren. Weil sie eben durch diverse Platzwunden nichts mehr sehen. Es ist nötig, dass sie die Maske runternehmen. Jetzt Flying Dragon befördert Jose Lopez in den Ring. Wo ist Crazy Sexy Mike? Er ist wahrscheinlich noch nach diesem Bump. Nein, da hinten ist er. Wir sind jetzt von Jose Lopez am Flying Dragon. Und hier fängt er sich diesen Shot ein. Und sehen Sie, oh, Crazy Sexy Mike hat einen Tisch. Ich glaube, es war Crazy Sexy Mike. Einen Tisch. Oh, aufgestapelt auf einen anderen Tisch. Was macht er jetzt? Was hat er jetzt vor? Noch einmal, mehrmals mit diesem Teil von einem Stuhl auf Jose Lopez. Und voll mit der Leiter in den Rücken von Flying Dragon. Oh, und Jose Lopez fängt sich auch die Leiter ein. Crazy Sexy Mike dominiert jetzt beide Gegner. Und jetzt setzt er an. So ein High-Risk-Manöver oder wird hier die Crazy Sexy Mike wurde auf den Tisch befördert. Jose Lopez von der Leiter. Oh! Durch alle beide Tische mit einem Flying Bully Press. Bester Move bis jetzt in diesem Hardcore-Match. Beide Tische gehen natürlich hier zu Bruche. Doch wer kann sich jetzt den Titel holen? Den GWF German Title. Oh, noch mit einem Back Suplex. Jetzt allerdings geht Flying Dragon durch den Table, allerdings nicht voll durch den Table, nur an den Table. Der noch gestützt ist mit dieser Metallständer. Jetzt hat Crazy Sexy Mike Jose Lopez im Ring, was macht er jetzt? Was? Oh, Joe Loomis bekommt jetzt was ab, oh, Joe Loomis bekommt jetzt die volle Ladung ab.
ein schöner Belly-to-Belly-Suplex von Crazy Sexy Mike und ein Leg-Drop von Flanke. Jetzt ist Thomas Neumann wieder da, denn Joe Louis ist ausgenockt worden. Joe, wie gesagt, wir haben hier etwas überbrückt mit einer Commercial Break. Joe Loomis ist nicht mehr der Referee des Matches, das ist wieder Thomas Neumann, während Flying Dragon jetzt auf die Leiter steigt. Und Joe Loomis, nein, das ist natürlich Thomas Neumann, ja, behindert hier Flying Dragon, der jetzt den Titel fast schon in der Hand hat. Nein, die Leiter wird sie fallen, die Leiter, jetzt fällt sie, oh, da fällt Flying Dragon frontal mit dem Gesicht ans oberste Ringseil. Jetzt hat Jose Lopez hier das Barbed Wire in der Hand. Wir kriegen jetzt das Barbed Wire. Flying Dragon um, das sind brutale Aktionen. Da bin ich gedacht, dass Jose Lopez hier eine Allianz mit Crazy Sexy Mike eingeht. Oh, dieser Doppelsuplex wieder daneben. Flying Dragon jetzt, oh schade, schade, jetzt noch einmal, Doppelsuplex, oh, das schmerzt natürlich noch mehr mit dem Barbed Wire umgewickelt. Und jetzt High Cross Body, drückt förmlich die Leiter auf Jose Lopez und Crazy Sexy Mike. Also momentan würde ich eindeutig Flying Dragon vergönnen, das Match zu gewinnen. Jose Lopez jetzt wieder im Ring, jetzt wollte über seinen Gegner springen, hat er nicht geschafft. Die Stimme ist schon ziemlich erledigt. Tja, das ist halt bei, wie gesagt, wir sind live hier. Ich bin auch nur ein Mensch, aber egal. Und jetzt dürfte hier Flying Dragon Jose Lopez mit einer sehr riskanten Aktion runterbefördern. Jetzt hilft Crazy Sexy Mike nach und wieder. Glaube ich, ist es durch einen Tisch gegangen. Ich habe es nicht gesehen, aber es dürfte der vierte Tisch gewesen sein. Flying Dragon ist völlig jetzt eliminiert worden durch diesen Bump außerhalb des Ringes. Crazy Sexy Mike will sich die Leiter nehmen. Nein, er nimmt sich noch einmal. Ja, oh ja, was hat er da hier in der Hand? Was hat er hier vor? Das sind. Oh, ich glaube, das waren, nennt man so einen Reißzwecken oder sowas ähnliches. Und da fällt er voll auf die Reißzwecken. Oder Reißnägel, egal. Irrsinnig. Brutal, ja. Oh, da hat er einige Reißnägel geschluckt jetzt. Ja, also der Kampf geht wirklich jetzt schon circa 20 Minuten. Oh, Jose Lopez verfängt sich im Seil durch diese Aktion von Referee Thomas Neumann. Und jetzt wittert Crazy Sexy Mike die Chance. Seid ihr auf, Jose Lopez schafft es wahrscheinlich nicht mehr. Crazy Sexy Mike hat den GWF-Titel. Ja, oh, da fliegt er noch runter. Aber er hat den Titel. Oder doch nicht. Er hat ihn noch nicht. Aber fast hat er ihn gehabt. Jetzt
noch mal Reversal in der Ringe. Und Crazy Sexy Mike voll gegen die Bar, gegen den Stacheldraht. Jetzt steigt Jose Lopez auf sein. Blind Dragon ist... Oh! Mit einem Shoulderblock. Und jetzt hat Crazy Sexy Mike den Titel. Und ich glaube, jetzt kann er ihm keiner wegnehmen. Wieder ein Tor. Oh, wieder weggerastet. Mit dieser Aktion voll runter. Aber jetzt beim zweiten Anlauf hat er den Titel. Und damit ist Crazy Sexy Mike der GWF German Heavyweight Champion. Nicht unverdient. Obwohl ich Blind Dragon eigentlich gegönnt hätte. Aber er wurde außerhalb des Ringes durch den Tisch befördert. Und deswegen haben wir ihn hier, den Sieger. Und er heißt Crazy Sexy Mike. Und Jose Lopez zeigt sich hier als schlechter Verlierer. Ist aber zu verzeihen. Das war ein hartes Match. Thomas Neumann geht schon auf den Fett weg. Und hier haben wir es noch einmal gesehen, Jose Lopez. Kommt nach und führt sich noch mit aller Wucht auf Crazy Sexy Mike. Aber er hat anerkannt, dass der Tito bereits in den Händen von Crazy Sexy Mike ist. Und damit, meine Damen und Herren. Und hier hat er noch, ich glaube, da steht noch ein Papier auf, nicht mit, vielleicht nur mit einem Reisnagel, das wäre ganz schön. Nein, aber, ja. Ach, der Chair ist wieder da drin. Und wir müssen jetzt auch schon verabschieden mit diesem Spielgang. Wir haben einen GDF German Heavyweight Champion in Crazy Sexy Mike und diesen wirklich beeindruckenden Hardcore-Match. Ja, das war's, meine Damen und Herren. Nino Vegas aus Berlin, Mr. Henry verabschiedet sich. Bis bald. Wieder im Lande oder wieder mal auswärts. Deutschland, England, egal wo, wir sind überall. Bis bald. Verabschiedet sich von Ihnen für heute.
bis zum September. Dann gibt es die nächste Show der German Wrestling Federation in Berlin. Bis dahin, kommen Sie gut nach Hause. Machen Sie es gut. Tschüss. Bis dann.